Und jetzt, wo ich das Video eigentlich fertig habe, das ist auch immer das ganz Witzige, würde ich ganz gerne noch weiter drehen, beziehungsweise was mir gar nicht aufgefallen ist, manchmal fällt es einem ja echt nicht auf, die versteckte Juwelenkiste hier habe ich mal wieder nicht gesehen, denn es glänzt alles rundherum, die ganzen Mauern. Ich habe mal wieder verpasst, hier eine schöne Kiste abzuholen, die sich da so mitten in der Base versteckt hatte. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Video. Viel Spaß dabei. Ich sehe immer nur hier 3-Sterne-Taktik, noch mehr 14er-Taktiken, Top 5 eher 14-Taktiken, mega 3-Sterne-Taktiken. Ich bin froh, wenn ich 1 Stern hole, weil ich nämlich nur farme. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich bin endlich auf dem Rathaus 10, wo ich eigentlich die ganzen Tage schon rauf wollte. Aber aus aktuellen Anlass mache ich jetzt noch ein bisschen Mucke an. Und tatsächlich wollte ich ja noch mal hier drauf zu sprechen kommen. Die World Swarm Up ist zurück. Das heißt also, es geht Richtung Clash of Clans Weltmeisterschaft. Und nach dem Erfolg im letzten Jahr ist das Warm-Up-Turnier wieder up-to-date. Das Ganze geht dann los am 27. Februar, ist der erste Tag. Und wird natürlich, denke ich mal, gestreamt von Noobs etc. Man konnte sich dafür tatsächlich bewerben. Also ich hätte mich dafür bewerben können, Spiele zu streamen, weil es doch sehr, 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 sehr viele Spiele sein werden. Und geht dann weiter über den März. Und da ist aber allerdings schon Tag 3. 2. ist 5. März. Bevor am 6. März Tag 3 folgt. Okay, die sind gleich hintereinander. Alles klar, also Ende des Monats geht es auf jeden Fall los. Und also erstmal nur mit diesem Turnier, da folgen ja noch andere. Aber guckt euch das ruhig an auf den einschlägigen Kanälen. Ich schaue mir das auch immer ganz gerne an. Und aber wie gesagt, ich hätte mich dafür auch bewerben können. Hättet ihr das gut gefunden, wenn ich mal wieder Clash of Clans in so einer Form vielleicht streame? Oder sagt ihr lieber, ah, lass mal lieber Toto, das machen andere und die machen das genauso. Und die machen das sogar besser, weil sie natürlich auch oftmals auch richtig benannt sind. Aber ist nicht so schlimm. Hier gibt es immer noch nichts Neues. Ihr habt ja gestern gesehen, ich erzähle das so, ne? Ich meine, ich habe jetzt heute 2 Folgen hintereinander gedreht, aber ich muss ja so ein bisschen so erzählen, als wenn ihr glauben würdet, dass die Folge von gestern war. Nein, die ist natürlich auch von heute. Ich bin gleich sitzen geblieben, na, nicht ganz. Ich habe eine kleine Pause gemacht, aber ich wollte auf jeden Fall natürlich auf den Titel hin. Leute, 1500 Gems für geschenkt von Supercell. In welcher Form hat mich ein Zuschauer eigentlich darauf aufmerksam gemacht im Discord? Ich hatte es tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich so gut wie gar nicht mehr zum Händler schlüre. Aber tatsächlich, Leute, die Rune des Elixiers ist eigentlich immer rechts. Und da kostet die 1500 Gems. Ja, die teuerste Rune ist nach wie vor die dunkle Rune mit 3000 Gems, aber die Elex und die Goldrune kosten 1500 und deswegen gibt es von Supercell, wenn man denn genug Platz hat, die 1000 Gems hier gratis und finde ich sehr, sehr gut. Ich habe sogar noch ein Heldenbuch. Eigentlich kaufe ich mir die Heldenbücher mal ganz gerne und mit diesem Account hier habe ich jetzt angefangen, den auf 10 zu ziehen. Habe jetzt erstmal die Sachen rausgebracht, die man so rausbringt. Ihr seht das so unten, Mauern. Die beiden Sachen habe ich schon mal so ein bisschen nachgelevelt, ja, damit die auch den Stand in etwa haben. Und Ziel ist natürlich jetzt erstmal die Infernos hochzudrücken. Da fehlt uns allerdings noch ein bisschen Gold. Also gehen wir ein bisschen farmen und geben aber auch gleich die Elixier-Rune aus. Gar keine Frage. Das ist übrigens noch... Oh, das ist eine komische Armee. Okay. Oh, nehmen wir trotzdem mit. Ich nehme auch mal den Felsenwerfer. Oh, 500.000. Oder so, nur ein Rathaus 9. Schick. Okay, nehmen wir mit. Was habe ich denn eigentlich dabei? Meine Queen. Der hat auch eine Queen. Die sitzt da. Okay, oh, 17 Mauer. Ja, das ist aber übertrieben, Toto. Etwas. Etwas übertrieben. Okay, ja, wahrscheinlich vom Spenden her noch so ein bisschen komisch. Und was können wir denn hier eigentlich wegblitzen? Ich würde sagen, wir nehmen mal die Feger hier in der Mitte. 1, 2, 3. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir die schon mal weg. Wo gehen denn unsere Mauerbrecher? Gehen so ein bisschen nach da und ein bisschen nach da. Mal sehen, wo sich die Queen entscheidet. Ich hab hier jetzt die Lücken eigentlich schon groß genug gemacht, ne? Dass sie da weiter reingehen kann. Und Luftabwehr da, machen wir mal. Da
guck mal, die sind da vorne. Machen wir mal die hier hinten. Noch mit, schade, nur angehetet. Okay, die haben wir da nur angehetet. Das ist nicht so schön. Da kommen wir nochmal mit drei Mauerbrechern durch. 1, 2, 3. Vielleicht kriegt der King hier auch nochmal die Kurve, was ich nicht wirklich glaube. Aber egal. Und dann können wir, glaube ich, schon mit unseren Loon starten. 1, 2, 3. Und hinterher. 1, 2, 3. Da schicken wir den Hund auf die andere Luftabwehr. 1, 2, 1, 2. Und dann machen wir hier ein bisschen PS. Mal sehen, ob wir die anderen noch brauchen. Ich hab überhaupt keine Minions dabei, sehe ich gerade. 1, 2. Ich habe gar keine Minions dabei. Ich behalte mal den letzten Ballon, dass er vielleicht für ein bisschen Clean absorgen kann. Wenn wir das denn schaffen. Oh, wir schaffen das gar nicht. Hey! Shit, shit, shit. Okay, ich muss den Ballon doch noch setzen vielleicht. Muss ich die Ballons doch noch setzen. Was habe ich hier drin? Ah, ich habe noch ein paar Ballons da drin. Na komm. Mach mal. Das ist ein PS. Oh nein, der X-Bogen macht mir alles kaputt. Ah, das müssen die aber packen, oder? Ah ja, ja, jetzt kommen die Bogenschützen noch dazu. Der macht natürlich auch gut Schaden. Und die fliegen jetzt aber auch rüber. Passt. Oh, die gehen aber nicht mit zum Cleanup. Die gehen jetzt erst zu der Kanone. Oh. Ach. Naja, aber dann können sie gleich da oben bleiben beim dunklen Lager. 33 Sekunden, noch 31, 32. Müsste eigentlich funktionieren. Queen macht jetzt sowieso nur noch Mauern. Und jetzt müssen es da oben die Loons reißen. Na komm, lass mal ein bisschen... Oh, jetzt, die machen zwar Flächen. Schöner wäre eigentlich, wenn die jetzt... Wenn die sich jetzt immer zwischen zwei Gebäude stellen würden und würden ihren Flächenschaden loslassen. So gehen die natürlich jetzt immer auf ein Gebäude. Und ich würde sagen, das ist ein klassischer Timefail. Und wir haben den einen Elixiersammler haben wir leider stehen lassen. Aber das war, glaube ich, noch eine Armee, die ich sowieso so ein bisschen zum Üben genommen hatte. Die ist ziemlich teuer. Jetzt habe ich sowieso eine ganz, ganz komische Armee. Allerdings wollte ich die auch so haben. Die muss ich eben mal anpassen hier. Glaube ich. Ah, nee, die muss ich gar nicht anpassen. Die können wir, glaube ich, so nehmen. Ich bin im Moment wieder hart dabei. Jetzt lass mal gerade überlegen. Ja, die kosten natürlich Elix, aber für so ein paar Minenwerfer kann man die immer ganz gut benutzen. Okay, ich würde sagen, wir geben erstmal ein bisschen was aus. Klanburg dürfte leer sein. Ja, Klanburg ist leer. Und ich habe auch gar nicht genug. Ich habe ja wirklich für irgendwie gar nichts genug. Wir hätten genug für den hier. Da habe ich noch einen Hammer. Habe ich noch eine Rune für einen Zauber vielleicht. Wäre nicht schlecht. Habe ich gar nicht. Aber ich habe einen Bauhammer. Okay, ich habe einen Bauhammer. Was könnte man uns denn hochhämmern? Eine Kaserne. Ich würde sagen, wir hämmern uns eine Kaserne hoch. Dann haben wir schon mal eine mehr frei. Dann hämmern wir uns die Kaserne hier hoch. Dann haben wir zumindest das Elex ausgegeben. Denn jetzt können wir die Rune hier nehmen und können unser Lager befüllen, benutzen. Yes, mach mal. Die sind auch noch nicht hoch. Die hätte ich 8. Ah ne, die muss ich auf 11. Das passt schon. Die kann ich jetzt im Moment gar nicht leveln. Ich dachte gerade, dass ich die vergessen habe jetzt zu leveln. Und jetzt kann ich natürlich die Rune nehmen. Also 1500 Gems. Gratis für einen Toti. Das mache ich heute noch auf allen Accounts. Da freue ich mich unheimlich, dass das so ist. Und hier erwarte ich nur so ein bisschen Farmzeugs. Das passt. Brauchen die Max sein. Können wir gleich wieder losdackeln. Unsere Helden sind ja fast fertig. Okay, Heldenbuch haben wir auch. Ich mache mal ganz gerne erst mal die Queen. Nehmen wir also auch mit. Wir nehmen das Heldenbuch hier und natürlich das Heldenbuch aus dem Shop, wenn wir schon mal eins haben. Für 500 ist es immer ein Schnäppchen. Und deswegen nehmen wir das ruhig mit. Jetzt haben wir wieder 8,5. Jetzt können wir zumindest was mit Elex leveln. Ah, das ist jetzt auch mal wieder schwierig. Auf Rathaus 10, was levelt man als erstes? Ich meine, eigentlich sind sie Kobolde, ja. Aber wir wollen ja auch mal wieder aktiv in den Clankrieg mit eingreifen. Und von daher würde ich fast sagen, wir nehmen den Blitzzauber. Wir nehmen den Blitzzauber und leveln den oder leveln wir den mit dem Hammer?
haben wir auch noch. Blitzzauber. Ich glaube, wir nehmen den Hammer. Dann ist er sofort fertig. Dann habe ich den Blitz sofort und kann jetzt auch dann wieder unter Umständen mit Drachen angreifen, denn die habe ich auf Level 5. Pekka Smash, Miner, Rathaus 10, Heilzauber, Hox, Sprungzauber, Fries, Heilzauber. Ist nicht schlecht. Ich glaube, der Heilzauber ist ganz gut. Können wir wieder ein bisschen was mit Hox springen. Und jetzt haben wir noch wieder einen Bob frei. Dunkle Kaserne, was im Moment levelt noch eine dunkle Kaserne. Dann könnte ich keine dunklen Truppen machen. Ist eigentlich nicht so schlimm. Ich mache im Moment sowieso keine dunklen Truppen. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir. 5 Tage. Und ich mache halt im Moment sowieso gar nichts mit dunklen Truppen. Die kann ich jetzt nicht ausbilden. Tut komplett hier nicht, weil wir keine Kaserne haben. Ich habe jetzt beide dunkle am Start. Und die können wir weiterbauen hier, dass die auch das Niveau erreichen. Ja, so schnell sind wieder 4 Bauarbeiter schon wieder im Einsatz. Aber unser Ziel haben wir jetzt gar nicht gemacht. Dass wir nämlich den einen Inferno noch mit anstarten. Okay, dann müssen wir ein bisschen farmen. Hier mit den Kobolden geht es eigentlich ganz gut. Da brauche ich eigentlich auch nicht immer alle von. Das wisst ihr. Wenn es mit Kobolden losgeht, da kannst du dann einfach im Hintergrund ein bisschen bauen und snackst so ein bisschen was weg. Ich dürfte eigentlich gar nicht so hoch in der Liga sein und müsste eigentlich ein paar Bases haben, die auch die Minen und Sammler hoch haben. Oder wir nehmen einen, der halt den gänzlich ganz oder alles in der Mitte hat. Aber im Moment finde ich ja wirklich mal gar nichts. Obwohl wir so einen eigentlich ganz gut mitnehmen könnten. Ein Mauer hier. Passt. Nehmen wir ruhig mit. Ich meine, wenn der das schon so da hat, ne? Dann nehmen wir das ruhig mit hier, würde ich sagen. Und das auch. Und das muss erstmal weg sein, damit die auf den dunklen Bohrer gehen. 1, 2, 3. Ja, dann mache ich mit den Queen eben den Bohrer fertig hier. Und dann haben wir den wenigstens das Dunkle. Dunkle weggenommen. Kleinvieh macht auch Mist. So kommen jetzt die Sachen so ein bisschen nach. Und dann können wir gleich wieder auf die Suche gehen. Also so geht natürlich das fixe Farmen hier. Und noch schneller geht es natürlich im Boost. Aber im Moment verbrauche ich natürlich dann nicht ganz so viele von meinen Kobolden. Und muss nie eine ganze Armee nachbauen. Deswegen ist der Schub hier vielleicht nicht ganz so dolle. Aber nicht ganz so dolle ist ja echt im Moment der Loot. Ich habe jetzt natürlich auch nicht auf die Tageszeit geguckt. Und auf das Loot-Barometer. Unter Umständen habe ich nämlich jetzt eine schlechte Phase gerade erwischt, aber was ich gestern schlecht erwischt hatte, habe ich gesehen, bei mir hatte sich, glaube ich, am Mischpult ein Regler verstellt, durch ein Kabel, was da so mitten durchs Mischpult lief, und denn ich klang, glaube ich, doch arg dumpf gestern, also dunkel. Ich meine, ich habe sowieso eine dunkle Stimme, aber gestern habe ich ja echt extremst, oder heute Morgen war es ja, extremst dunkel geklungen. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen angepasst an meine Stimme, denn sie ist schon sehr, sehr dunkel, ja, aber jetzt so ganz dunkel, wie sie dann so rüberkam, ist sie denn doch nicht. Und wir haben hier noch ein paar Kobis, außen noch das Ding hier, und dann reicht uns das auch. Ja, dann reicht uns das hier auch. Können wir aufgeben. Von daher habe ich hoffe, das habe ich gut eingependelt, oder ich habe es wieder ganz gut eingependelt, so muss ich es ja sagen. Okay, sollte eigentlich nur eine ganz kurze Folge werden. Ich wollte gar nicht so hart ausschweifen mit euch, aber ich sehe jetzt schon wieder auf dem Tacho schon wieder 13 Minuten um. Okay, die Zeit vergeht im Flug, ne? Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ich habe mir jetzt mal den aus dem Supercell Forum den Abonnieren Jingle damit eingebaut. Fand ich eigentlich ganz gut. Wurde gepostet im offiziellen Discord. Konnte man sich da rausnehmen. Und nehme ich auch mal wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren. Ein Like vielleicht auch da lassen, wenn es euch ganz gut gefallen hat. Dann weiß ich in jedem Fall, dass ich weiterhin motiviert ein bisschen wieder Clash of Clans spiele. Motiviert bin ich sowieso bis in die Haarspitzen. Aber mit noch so ein bisschen Applaus wäre es natürlich
noch viel schöner. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und habt noch eine schöne Restwoche. Bis dahin, euer Toto. Clasht.